Hallo meine Lieben, ich mache heute ein schönes Sauerteigbrot. Dafür benötige ich 250 Gramm Roggenvollkornmehl, 250 Gramm Weizenmehl, einen Teelöffel Salz, dann einen Beutel Sauerteig, einen Teelöffel Brotgewürz, ein Tütchen Trockenhefe. Dann habe ich hier Backmalz. Das ist hier Roggenbackmalz. Da nehme ich auch einen Teelöffel von. Und gehackte Walnüsse. 300 Milliliter lauwarmes Wasser nicht zu vergessen. Alle Zutaten zu dem Mehl geben. Ein Löffel Salz. Ein Teelöffel Brotgewürz. Ein Teelöffel Roggenmalz. Den Beutel Hefe. Und 75 Gramm Natursauerteig. Dann gebe ich noch die 300 Milliliter lauwarmes Wasser hinzu. Und verarbeite alles zu einem schönen Teig. Auf 500 Gramm Mehl nehme ich jetzt 100 Gramm Walnüsse und die zerhacke ich jetzt grob. So in etwa, dann gebe ich die gehackten Walnüsse zu dem Teig. Und knete alles mit der Hand unter. Den Teig jetzt zurück in die Schüssel geben und circa eine Stunde abgedeckt ruhen lassen. Der Teig, der ist jetzt schön doppelt so hoch aufgegangen. Jetzt nehme ich den aus der Schüssel. Dann knete ich den Teig nochmal schön durch.
Dann forme ich das Brot zu einem schönen Laib. Und gebe es in die ausgefettete Backform. Jetzt lasse ich das Brot noch mal für eine halbe Stunde abgedeckt gehen. Danach kommt das Brot bei 220 Grad für 10 Minuten in den Backofen. Danach stelle ich die Temperatur auf 180 Grad runter und backe es für 30 bis 40 Minuten weiter. Mein Brot ist jetzt ausgebacken und abgekühlt. Ich mache euch mal den Anschnitt. Es ist außen wirklich schön kross. Und innen sehr saftig. Dieses Brot, das mag ich besonders gerne, weil ich liebe Walnüsse. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß beim Nachbacken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielleicht bis nächsten Sonntag zu meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.